Zur Halbzeit der Berlinale hat Volker Schlöndorff seinen neuen Film präsentiert. Rückkehr nach Montauk mit Stellan Skarsgård und Nina Hoss ist eine Hommage an den Autor Max Frisch, mit dem Schlöndorff zu dessen Lebzeiten befreundet war. Schlöndorff hat bereits 1991 Frischs Homo Faber verfilmt. In Rückkehr nach Montauk mischt er jetzt lose Elemente aus Frischs Leben mit eigenen Erlebnissen. Es sind eine Menge persönlicher Erlebnisse eingeflossen, aber das ist ja das Schöne daran. Es sind viele Elemente aus meinem Leben, fast nichts ist erfunden, aber es ist alles anders zusammengesetzt. Wenn Sie mich also fragen, ob die Geschichte Wahrheit oder Fiktion ist, muss ich antworten, sie ist erfunden. Rückkehr nach Montauk ist eine Geschichte über eine Dreiecksbeziehung an der Ostküste der USA. Ob Schlöndorff damit einen Bären holt, ist fraglich. Bei einigen Kritikern kam der Film nicht so gut an. We were at a four dancing and then we went to that other place. It was full of Bulgarians, crazy dancing, poker and vodka.